Hallo Freunde der Spielkultur, heute in der imperialen Spielvorstellung haben wir das Spiel Echo, ein Global Survival Game der etwas anderen Art. Denn entgegen vieler anderer Survival Games soll Echo uns sogar noch etwas beibringen, wie der Mensch sein Ökosystem achtet und dennoch eine Katastrophe aufhalten kann. Also das, was wir eigentlich aktuell nicht so können. Aber egal, hierfür setzt uns jedenfalls Echo auf einen kleinen Planeten aus mit vielen unterschiedlichen Tierarten und einem wirklich funktionierenden Ökosystem. Tiere vermehren sich, brauchen Pflanzen oder sterben aus, wenn ihre benötigte Nahrung nicht mehr existiert und gefährden damit uns selbst, denn wir brauchen natürlich Nahrung und wenn die Tiere aussterben, haben wir diese Nahrung nicht mehr. So soll man immer Konsequenzen erfahren, wenn man den Planeten ausbeutet. Dasselbe gilt dafür, wenn man einfach ganze Waldgebiete abrodet, ohne wieder aufzuforsten. Das ist natürlich auch schlecht, jeder weiß, so ein Baum, der produziert auch ein bisschen Luft und deshalb brauchen wir den auch. Natürlich denkt man sich jetzt, das ist super einfach insgesamt, weil ich komme doch schon klar, ich bin doch ganz alleine hier. Nein, das ist man leider nicht, denn man bewohnt diesen Planeten nicht ganz alleine, sondern spielt auf einem Server mit vielen anderen Spielern, die natürlich alle auch selbst irgendwie was machen. Also, was macht man? Man bildet gemeinsam eine spielgesteuerte Regierung für den Planeten, welche Regeln aufstellt, wie zum Beispiel, dass man nur 10 Bäume pro Tag fällen darf oder nur 5 Tiere jagen darf. Wer sich nicht an diese Regeln hält, wird übrigens von der Regierung bestraft oder von anderen Spielern durch PvP-Handlungen, naja, zur Strecke gebracht, weil man halt ein Umweltsünder war. Die gerade übrigens benannten Regeln werden nicht von einer Person bestimmt, sondern durch serverübergreifende Abstimmungen festgelegt. Wenn die Spieler des Servers also eher Ausbeuter sind, kann es auch Regeln geben, die den Planeten eher ausbeuten als wirklich schützen. Dies kann aber dazu führen, dass das komplette Ökosystem zusammenbricht und der Planet stirbt. Nach der einfachen Regel gibt es kein Essen mehr, kann auch kein Mensch mehr hier leben. Der Server stirbt also wirklich aus und die Konsequenzen hierfür tragen wirklich alle, so wie es halt in unserem Ökosystem auch wäre. Also was machen wir? Wir werden elfenlike und sind leben mit der Natur in Einklang und denken dann so, alles wird gut, ist aber auch nicht so. Denn wenn die Zivilisation nicht schnell genug vorankommt und die richtigen Technologien entwickelt, kann sie eine drohende Katastrophe nicht aufhalten, die das Spiel auch noch bereithält. Denn ein riesiger Meteor bedroht nämlich die gesamte Welt und zerstört uns, wenn wir einfach viel zu öko sind. Wer von einem solchen Konzept jetzt angefixt ist, kann das Spiel bereits auf der Seite der Entwickler kaufen und bekommt dann für $40 jede Alpha und Beta und das finale Spiel, wenn es denn irgendwann rauskommt. Man muss hierbei aber bedenken, dass das Spiel nicht nur unterhalten soll, sondern auch für Kinder und Studenten ist, die einfach mal lernen sollen, wie so ein Ökosystem insgesamt funktioniert. Also eine tolle Initiative und ein großer Schritt für zukünftiges spielendes Lernen. Also eine schöne Empfehlung vom Imperator. Aber das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüle.